Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Aqua und Aquarium Talk. Diesmal mit mir ohne Steffi, dafür mit Tobi. Schönen guten Tag, liebe Community vom Herrn Aqua Owner, immer wieder schön. Ja, wir sitzen gerade auf der Interzoo nach Messeschluss. Deshalb ist es einigermaßen ruhig hier. Und wir dachten, wir müssen mal wieder reden. Das finde ich sehr, sehr gut. Du hast einige spannende Gesprächspartner gehabt und angekündigt in der letzten Zeit. Unter anderem auch Sascha Heuer. Oh. Möchte ich Grüße aussprechen, der ja viel in Taiwan war. Oh. Also es geht mords ab bei dir. Ja, ich finde auch. Also es macht was her. Wir wollen eigentlich immer noch gucken, dass wir mehr Gäste reinkriegen, aber dann hast du auch mal Terminprobleme und so. Ich meine, dass wir jetzt gerade hier einen Termin gefunden haben, ist ja auch im Endeffekt nur Zufall, dass diese Messe jetzt hier stattfindet und wir da ja ohnehin beide hingehen. So, ne? Exakt so ist es und das ich freue mich einfach tierisch. Vorhin haben mir fast die Worte gefehlt, wo ich dich getroffen habe, weil wir haben uns jetzt mindestens ein Jahr nicht mehr gesehen. Ja, ich glaube auch. Und Tobi und ich, für diejenigen, die natürlich jetzt nicht so Einsicht in unsere privaten Handys haben, wir schreiben eigentlich immer viel und haben auch immer viel telefoniert und wissen, was privat beim anderen abläuft und haben einfach durch den Alltagsstress so ein bisschen den Kontakt verloren in der letzten Zeit. Ja. Und ihr kennt das bestimmt selber alle. Plötzlich weiß man gar nicht, wo man anfangen soll. Und dann steht man sich so gegenüber. Die Situation hatten wir vorhin und wir dachten, wow, beim anderen ist so viel los. Man muss sich hinsetzen und muss quasi erstmal so ein bisschen von A bis Z das durchgehen, was beim anderen passiert ist und nutzen gleich die Chance und nehmen das auf. Und das bekommt ihr in diesem Podcast-Format jetzt quasi 1:1 mit, dieses Gespräch. Ja, wo fangen wir an? Gute Frage eigentlich, ne? Ich meine, so das letzte Mal, mein letzter Stand, als wir uns zuletzt gesehen haben, war der, dass du zu dem Zeitpunkt, glaube ich, den ersten oder die erste Mitarbeiterin eingestellt hast. Ja. Und so wirklich für dich den Schritt überlegt hast und bewusst gemacht hast, okay, das geht jetzt in diese Dienstleistungsrichtung und in die wird jetzt alles reingeschoben. Ich glaube, da war es noch nicht so, dass überhaupt schon der Name bestand. Und da war es auch garantiert noch nicht so, dass schon irgendwie die Büros und so bestanden. Das war alles noch gar nicht der Fall. Nein, das war einfach ein Einzelunternehmen mit quasi einem Mix aus eigenen YouTube-Kanälen, dann einem Dienstleistungskonzept, also indem wir für andere Unternehmen ein YouTube-Paket quasi anbieten, was man bei uns buchen konnte. Und ich habe das Ganze mit Silas gemacht, der auch nur halbtags einfach mir beim Schnitt ein bisschen geholfen hat. Mhm. Letzten Endes ging alles über mich. Ja. Ich glaube wirklich, das war dein letzter Stand, was mich gerade selber erschreckt, was in einem Jahr. Man muss dazugeben, wir sind gerade nicht allein. Sabi, meine Mitarbeiterin, sitzt auch neben uns. Sie nickt. Die ist jetzt ein halbes Jahr bei mir. Und allein, was in diesem halben Jahr schon abging, ist unfassbar. Und wenn man jetzt mal auf uns beide schaut, was in einem Jahr alles passiert ist, Wahnsinn. Ja, wir hatten zwischendurch noch einmal telefoniert, wo du, glaube ich, die Sache mit den Büros angesprochen hattest. Ja. Und das war ja auch schon so. Das war so, also für mich kam das halt so aus dem Nichts. Ja. Und ich dachte so, in welche Richtung geht das denn jetzt auf einmal? So, das ist schon krass einfach. Und dabei achte ich eigentlich extrem darauf, organisch zu wachsen. Mhm. Ich habe einen Unternehmensberater mittlerweile an meiner Seite, der mir ganz klar sagt, Tobi, wenn du so weitermachst, hast du am Ende des Jahres 20 Mitarbeiter. Mhm. Weil dieses Konzept, was wir anbieten, würde ich sagen, gut funktioniert und auf ganz viele Branchen anwendbar ist, gar nicht nur in der Aquaristik. Das ist natürlich richtig, ja. Die transparente Darstellung eines Unternehmens ist ja, du kannst alles Mögliche machen und genau dahin entwickelt es sich auch. Wir gehen aus der Aquaristik raus, wir haben verschiedene Branchen momentan, die für uns spannend sind, weil es auch oft darum geht, natürlich mal was auszuprobieren. Also ein Unternehmen kommt ja nicht auf uns zu mit genauen Vorstellungen, sondern die sagen hier, das und das können wir bieten. Wie würdet ihr das verpacken? Wie könntet ihr eine Marketingstrategie daraus gewinnen? Mhm. Und es geht aber immer um YouTube. Es geht immer um YouTube. Wir können auch natürlich Instagram Reels machen, zum Beispiel für Kölnitzow machen wir jetzt die Instagram-Seite. Es geht immer um Videoformate. Es ist immer das Videoformat. Mhm. Exakt, richtig. Weil wir finden, dass das die Zukunft ist. Das brauche ich dir nicht sagen. Du machst es schon länger als ich. Du weißt genau, was für eine Power hinter einem Video stecken kann. Mhm. Und wir merken das ja hier auf der Messe. Wir sind gerade gegenüber vom Tunse-Stand. Da ist gerade so ein bisschen die Aftershow-Party, sag ich mal. Und das ist Thema Nummer eins. Felix Tunse und seine Videos. Und da merkt man mal, was mit einem Unternehmen passieren kann, wenn dieser Schritt gegangen wird. Und
das begleitet mir und das ist toll. Ich fand das ja auch so geil. Ich kriege das ja selten mit, dadurch, dass ich nicht dieses direkte Tracking habe, wenn ich jetzt in meinen Videos bestimmte Sachen vorstelle. Ja. Ich habe natürlich die Affiliate-Links oder so, aber ich track die ja nicht, so im Endeffekt. Ne? Aber ich weiß noch ganz, ganz, das ist schon Ewigkeiten her. Und da habe ich eine Pflanze vorgestellt, die Rote Alahara, in einem separaten Video. Und da hat mir danach Tobias Koring von Aquasabi am Tag danach eine WhatsApp geschrieben, meinte so, was hast du gemacht? Also, warum ist diese Pflanze nicht mehr verfügbar gerade bei uns? Ja. So, ne? Und das war für mich so der erste, das war wirklich ein ganz, ganz altes Video, das ist locker schon 5 oder 6 Jahre alt. Ne? Ja. Und das war für mich so der erste Moment, wo ich dachte, boah, krass, das kommt bei mir gar nicht so an, was das für andere so für Auswirkungen hat. Und gerade eben erzählt mir Felix nämlich noch, dass ich habe jetzt, glaube ich, jetzt heute zum allerersten Mal mit dem geredet. Vorher noch nie. Ja, ich hab immer nur mit dem Daniel Kontakt gehabt. Ja. Und habe aber ja schon ganz lange auch immer Tunze-Sachen bei mir benutzt und wurde auch schon ganz lange von denen mit Produkten gesponsert. Und nämlich zum Beispiel mit der Kessel, er erzählte das, weil die haben ja irgendwann die Distribution für Kessel übernommen. Ist ja auch schon einige Jahre her jetzt. Und zu dem Zeitpunkt war ich, glaube ich, einer der allerersten, die eine in Deutschland hatten von Tunze. Und da erzählte mir Felix jetzt gerade, dass er sagte, ey, ich habe irgendwie mein Papa hat danach, am Tag danach mir irgendwie gesagt, so, ey, was hast du da gemacht? So, das ist irgendwie von heute auf morgen irgendwie 10-mal so viele Bestellungen reingekommen. So, ne? Und das ist halt cool, weil das kriege ich halt nicht mit in dem Moment. Und das ist so schön, wenn das bei den eigenen Kanälen funktioniert. Und was mich ganz besonders stolz macht, ist es natürlich, wenn es dann auch bei den Kanälen, die wir betreuen, funktionieren. Ja. Ich hoffe, das ist okay, Claude Schumacher, wenn ich das jetzt erzähle. Wir haben den Fauna Marine Kanal übernommen und haben ein Video über Schnecken gemacht. Mhm. Und seine Anlage hatte massive Probleme danach, weil die mal eben ein paar tausend Schnecken verkauft haben, die natürlich vorher die ganzen Algen die ganze Zeit schön abgegrast haben. Und plötzlich waren keine Schnecken mehr in diesem System. Ja. Über gefühlt Nacht, weil dieses Video halt durch die Decke ging. Ja. Und solche Situationen zaubern mir natürlich ein Lächeln ins Gesicht. Und ich weiß, dass du das ja schon ganz lange mit diesen Affiliate-Konzepten, auch mit Corelixy zum Beispiel und so, das sind einfach direkte Bestätigungen für die Arbeit. Und das. Ich finde dabei nämlich spannend, dass ich glaube, dass ganz viele Hersteller in der Aquaristik noch nicht mit den Stückzahlen rechnen, die das erlaubt. Und das kann auch ganz schön nach hinten losgehen. Ja, natürlich. Ich möchte das jetzt nicht beim Namen nennen, aber wir hatten einen Fall, wo wir auch ein Marketingkonzept hatten, wo es um auch bestimmte Artikel gingen, die nicht ausreichend vorhanden waren. Mhm. Wir haben Marketing gemacht für diesen Artikel und die Leute haben das echt richtig übel genommen, weil dieser Artikel natürlich permanent dann nicht verfügbar war. Ja, schwierig. Und dann geht das halt auch echt mal nach hinten los und führt eher zu so einer kleinen Hasswelle, weil es halt heißt, hey, brauche ich eh nicht bestellen und das kann auch richtig negative Schlagzeilen. Das ist tatsächlich was, womit ich gerade so ein bisschen zu kämpfen habe, weil jetzt so Ende letzten Jahres, Anfang dieses Jahres fängt dieser Punkt an, wo tatsächlich die Nachfrage so hoch wird, dass ich eigentlich meine Bestellmengen deutlich anpassen müsste. Weil halt, und das habe ich immer noch nicht raus, gerade bei den Schläuchen, da ist es das Problem, bei den Silikonschläuchen, die kommen ja aus China. Und die sind halt zwischen 3 und 12 Wochen auf dem Schiff. Herzlichen Glückwunsch. Das kann dir halt keiner so richtig sagen vorher. Und ich hoffe, sie kommen dann auch überhaupt an, weil ich kann mir auch vorstellen, dass so ein Container plötzlich mal leer ist. Ne? Also bisher kamen sie mal an. Okay. Aber das ist halt jedes Mal so. Und weißt du, dann kommt so die Rückmeldung von mir voran. So, ja, können wir produzieren, sind nächste Woche fertig. Ja. Und denkst du so, geil, eine Woche fertig, super. Und dann so, ja, sind jetzt auf dem Schiff. So, ja. Und dann sitzt du da und wartet. Und dann denkst du, ja, und jetzt? Wann fragst du mal nach? So nach 2 Wochen, nach 3 Wochen, nach 4 Wochen? So, keine Ahnung, ne? Und da ist irgendwie alles dabei. Und jetzt gerade warte ich zum Beispiel schon wieder seit 7 Wochen. Mhm. Keine Ahnung, wann die jetzt kommen. So, ich weiß es nicht, ne? Und in der Zeit sind sie halt nicht verfügbar jetzt, weil ich halt zu spät bestellt habe, weil ich diese Zeit nicht eingeplant kriege, weil ich das noch nicht hinkriege irgendwie. So vom Kopf her. Wie gehst du da, wenn es für die Art von Podcast vielleicht gar nicht so spannend ist, aber mich interessiert sowas. Einfach gut. Also wie gehst du mit Finanziellem um? Sorgst du immer dafür, dass du quasi einen möglichst hohen Lagerbestand hast und deine Liquidität leidet einfach ein bisschen darunter? Oder sagst du, ich brauche immer eine Summe X auf dem Konto, um mich wohlzufühlen und alles andere schiebe ich in mein Unternehmen rein? Es war vorher so, dass ich immer eine Puffersumme haben wollte, aber das hat letztes Jahr halt einfach nicht mehr funktioniert. Mhm. Sondern ich musste höher gehen, weil halt es keinen Sinn macht,
zwei Monate lang den Leuten sagen zu müssen, ja, sind bestellt, kommen irgendwann, ja, geduldet euch noch ein bisschen. Weil es gibt keinen Grund, also nicht wirklich einen Grund, dass die Leute sich gedulden, um das unbedingt bei mir zu kaufen. Wie viele Artikel hast du jetzt? Verschiedene, wenn man auch mal alle verschiedenen Schlauchgrößen und sowas mitnimmt. Ich glaube 32. Wahnsinn, überleg mal, du hast 32 eigene Artikel. Ja. Das macht mich ja schon stolz zu hören, sowas. Das ist einfach geil, aus einem YouTube-Projekt sowas zu erschaffen. Und da sind wir wieder beim Punkt. Was gibt einem so einen Kanal für Möglichkeiten? Ja. Und bei unseren Kunden, auch wenn das immer so blöd klingt, unsere Kunden, natürlich sind das auch Unternehmen aus der Aquaristik, aber ich muss das zusammenfassen. Und deswegen sind es unsere Kunden auch aus dem Baubereich, aus dem IT-Bereich. Denen gebe ich das immer mit an die Hand. Es heißt nicht, dass ich einen YouTube-Kanal mache, weil ich will mehr verkaufen. Ich kann mein Image damit aufbessern. Ja. Ich kann Recruiting-Maßnahmen einleiten, wenn ich einfach Mitarbeiter brauche. Ja, ich kann meinen Support entlasten. Das sind alles Sachen, die so ein YouTube-Kanal mitgibt. Und eben diesen geilen Effekt, dass du halt ohne eine große Grundlage mal ebenso über ein paar Jahre so ein Geschäft aufbauen kannst wie du, dass du dann plötzlich irgendwelche Händler belieferst mit deinen eigenen Produkten und du gehst in den Laden rein und siehst hier Aqua Owner Gedöns da, super geil. Wie hat das bei dir angefangen? Also angefangen hat es tatsächlich so ungefähr vor 3 Jahren und zwar eigentlich mit was ganz anderem, was ich jetzt schon gar nicht mehr anbiete, weil es den Hersteller leider nicht mehr gibt. Die Tools, mit einem Toolbag. Ah ja, genau, die aus Leder bestickten Toolbags für Aquascaping-Werkzeuge. Lederrolltasche, so angelehnt an so alte Motorrad-Werkzeugtaschen. Und das habe ich halt mit einem Kollegen gemacht, der sich damals, also der war eine Stufe unter mir oder über mir, ich weiß es nicht mehr genau, der hat sich halt selbstständig gemacht mit Lederverarbeitung. Ja. So Gürtel, Portemonnaie, sowas halt, hat halt selbst gemacht. Und mit dem zusammen habe ich das dann entwickelt. Ich weiß noch, wo du die Instagram-Story dazu rausgehauen hast, wo ihr von der Produktion so ein paar Aufnahmen gezeigt habt, wie ihr das zusammenbaut. Ja. Aber er hat sich halt leider mittlerweile umorientiert. Das ist nämlich der Grund, warum es die aktuell noch nicht mehr gibt. Und ich habe auch noch bisher keinen anderen Fertiger gefunden, wo ich das halt machen wollen würde. Damit hat das angefangen. Und danach kam dann halt so ein bisschen so dieser Aspekt, ja okay, jetzt habe ich hier eine Tooltasche. Jetzt brauche ich auch Tools. Ja. Also, ne, du willst ja irgendwie so dein Sortiment auch so in sich geschlossen halten. Und dann kam das halt zuerst mit den Tools auf und da war halt schon immer so die Sache, so ja, ich kann die natürlich einfach einkaufen, was ich natürlich zum großen Teil auch tue. Ich kann nicht alles selbst neu erfinden, wozu? Es gibt gute Sachen so. Ne? Aber mir war schon immer wichtig, dass da ein gewisser Innovationsfaktor dabei ist, den ich persönlich spannend finde. Und deshalb fing das sehr schnell an, zum Beispiel mit diesen Cut-and-Grip-Tools. Die hat jetzt einer, der Michael Weinkamp, der fertigt die für mich, der ist Maschinenbauer. Und der hat halt Spaß daran, sowas zu entwickeln. Ja, und den habe ich heute zum Beispiel auch getroffen. Bei dem fahre ich morgen noch vorbei und hole mir noch Sachen wieder ab. Und der hat halt Bock daraus, sowas zu entwickeln und kann das halt alles handfertigen. Mega. Und der hat dann gesagt, pass auf, ich habe hier so das Konzept einer Schere, die gleichzeitig Pinzette ist. Ja. Gibt's noch nicht. Ist halt handgefertigt und so, ne? Halt in Deutschland bei ihm im Keller, so quasi. Und so ging das dann immer weiter. Und dann hat sich das da drum halt sowas entwickelt. Ich fand es ja schon immer geil, halt so diesen Edelstahl-Look. Das war schon immer irgendwie so meins. Und dann fing es halt an mit CO2-Diffusoren aus Edelstahl, Inline-Diffusoren, die das Ganze wieder aufgreifen als Farbschema. Und dann halt im Endeffekt, das wichtigste Produkt mittlerweile, ist halt dieser graue Silikonschlauch. Ja. Weil ich halt immer gesagt habe, die Schläuche am Aquarium, die sind halt immer so steif und scheiße zu verlegen. Du kannst sie nicht mit der Schere schneiden, du brauchst ja immer ein Cuttermesser für. Das ist alles scheiße. Futter hast du jetzt auch. Futter habe ich jetzt auch. Und da war halt Silikon irgendwie, ich fand das so logisch. Ja. Und irgendwann, das weiß ich noch, auf einem Workshop, den ich gegeben habe, ich glaube, wo war das? Ja, steht alles auf. Ich glaube in Osnabrück, in einem Fressnapf in Osnabrück habe ich einen Workshop gegeben, habe ich ein Aquarium eingerichtet. Und vor dem Workshop kam einer zu mir und hat mir so einen Shisha-Schlauch geschenkt. Und das ist halt lebensmittelechtes Silikon. Und zufälligerweise sind die Shisha-Schläuche passend für 12, 16er Anschlüsse am Aquarium. Top. Und das war halt ein grauer, durchgefärbter Silikonschlauch. Und ich dachte so, mein Produkt, genau das wollte ich haben. So, ne? Und dann habe ich mich nämlich tatsächlich auch, als ich dann nach Fertigern gesucht habe, das macht jetzt halt einen Fertiger für Shisha-Zubehör. Die Schläuche. Ja. Weil der hat die eh schon, nur in kleiner. Super geil. Und ich habe jetzt gesagt, pass auf, könnt ihr die nicht einfach auch noch in einen größeren Durchmesser ziehen auf euren Maschinen? So, ja klar, können wir machen. So, wunderbar, perfekt. Ich habe dich als jemand erlebt und wir kennen uns ja wirklich recht gut, würde ich sagen. Mhm. Der lieber kleine Schritte macht und der selbst seine Grenzen sehr gut kennt.
Wie ist es dir jetzt in der Zeit, wo wir auch weniger Kontakt haben, damit gegangen? Hast du dich mal überschätzt oder bist du deiner Linie treu geblieben und hast gesagt, ich kalkuliere meine Arbeitszeiten in einem gewissen Rahmen, ich möchte nicht zu viele Produkte auf einmal auf den Markt bringen, sondern bin da eher konservativ, sage ich mal, und mache Step by Step. Das bist du nach wie vor, oder? Also mit der Produktmenge auf jeden Fall. Was ich sagen muss, was halt letztes Jahr, wie gesagt, was ich halt noch nicht so gut hinkriege einfach, weil ich es eben auch immer noch vollständig alleine mache. Also ich habe mittlerweile 2 Mitarbeiter. Einen fürs Lager, einen für Organisation. Du hattest einen Mitarbeiter vorher? Aber im Grunde diese ganzen Entscheidungen, die dahinter stecken, die treffe ich immer für mich einfach. Und es steckt keinerlei Risikokapital da drin, kein einziger Kredit, kein gar nichts. Das ist alles privat finanziert oder stark. Eigenkapital halt. Super stark. Aber, was ich ja gerade schon gesagt habe, im letzten Jahr, es hat halt so meinen Sicherheitspuffer ein bisschen gefressen, weil halt der Wareneinkauf in der Menge, die ich gemacht habe, zu teuer war. Mhm. Wo ich jetzt mich jetzt halt rantasten muss, ist größere Mengen zu kaufen, mehr Geld auf einmal auf den Tisch zu legen, aber dafür am Jahresende zu sparen. Und dieser gedankliche Schritt fällt mir immer noch schwer. So, die Entscheidung, kaufe ich jetzt Schläuche für 6.500 oder kaufe ich Schläuche für 14.000, ist so, ich würde schon lieber die für 6.500 kaufen, aber dann ist da der Stückpreis höher. Die Marge einfach schlechter. Ja, genau, ist die Marge einfach schlechter, ist der Stückpreis höher. Wenn ich es mir leisten kann, ist es dumm, das zu tun. Ja. Aber dieser Wunsch nach einer entsprechend sicheren Summe auf dem Konto war bisher immer höher. Hm. Und im letzten Jahr bin ich halt zum ersten Mal davon abgewichen. Das war 1-2 Monate unangenehm, aber mittlerweile hat man sich so ein bisschen dran gewöhnt. Es ist halt einfach, also man muss sich dran gewöhnen, dass immer größere Summen permanent sich hin und her bewegen auf dem Konto. Und das ist, glaube ich, wenn man das noch nie erlebt hat, sehr komisch. Wenn auf einmal so 5-stellige Beträge mal plus, mal minus, wieder minus, ist so, was ist hier los? So, ne? Ich habe das sehr getrennt. Dieser Umsatz ist halt krass. Ich habe das sehr von mir selber getrennt. Also ich habe früh mit verschiedenen Konten angefangen und dadurch, dass das jetzt eine GmbH ist, muss es sowieso immer getrennt werden. Ja. Ich zahle mir ein festes Gehalt aus. Mhm. Und das mache ich mittlerweile auch. Genau, das war die beste Entscheidung und gehe damit auch entsprechend ganz normal um. Ja. Und alles, was diese großen Summen betrifft, ich vergleiche das mal so. Ich habe früher eine Ausbildung beim DM gemacht und dann hast du die Kasse abends leer gemacht. Mhm. Und da hast du dann die ganzen Scheinbündel aus der Kasse raus. Und das war die ersten Tage unglaublich spannend. So viel Geld hatte ich noch nie in der Hand und Wahnsinn. Und dann hast du das in den Tresor eingezählt und sowas. Und irgendwann hast du dich extrem daran gewöhnt. Und den gleichen Effekt habe ich jetzt mit diesen Konten, wo solche Beträge hin und her geschoben werden. Weil es gefühlt für mich einfach nur einen Richtwert gibt, wo ich sage, das muss im Rahmen sein. Mhm. Alles drüber ist gut, alles schlechter drunter muss halt irgendwie wieder aufgefüllt werden. Mhm. Und so nimmt man die Zahlen eigentlich gar nicht so wahr, weil es ist komplett von mir, Tobias Neier, getrennt. Das ist die Firma, die ich quasi einmal manage. Und so kommt man auch mit diesen Zahlen auch ganz gut klar. Ja. Auch wenn mal das Finanzamt halt sich mal was nimmt und die sind da nicht zimperlich, dann musst du natürlich eine entsprechende Beratung auch steuerlicherseits haben, die dich darauf vorbereitet und sagt, Tobi, pass mal auf, nächsten Monat dies und jenes, davon kannst du dich verabschieden. Ne? Mhm. Und das ist praktisch, wenn ich von Tobi spreche, dann kann ich direkt uns beide gleichzeitig ansprechen. Und ne, das ist aber einfach ein Gewöhnungsding, habe ich das Gefühl. Ja, klar. Das Einzige, wo ich finde, wo das noch nicht so ist, ist einfach, wenn du Anschaffungen für die Firma tätigst, die du aber ja auch ohnehin privat gekauft hättest gerne. Ja, zum Beispiel den neuen Laptop, die neue Kamera oder so, die willst du haben. Ja. Ist aber ja jetzt eine Firmenausgabe. Oh, ja. Das heißt, die zahlst du halt auch vom Firmenkonto und hast halt so im ersten Moment das Gefühl, ja gut, ist jetzt, also hat mich jetzt nicht sonderlich gestört, dieses Ding zu kaufen. Ne? Ja. Das ist halt schon nett. Und da war nämlich auch ein Faktor im letzten Jahr. Durch diese ganzen Wareneinkäufe hatte ich einen vergleichsweise geringen Jahresgewinn. Und damit natürlich auch einen geringen Steuersatz. Auf einmal wieder. Weil vorher nur mit YouTube, das war tatsächlich ein Unterschied, das ist du wahrscheinlich jetzt mehr. Vorher nur mit YouTube war ich die ganze Zeit im Höchststeuersatz. Die ganze Zeit. Jetzt mit den Wareneinkäufen, ich hatte letztes Jahr 20%. Ich bin genau in diesem Wechseljahr jetzt. Ja. Ich bin im, wenn es so willst, dritten Geschäftsjahr. Mhm. Und da hagelt es richtig auf mich ein. Ja. Meine Ausgaben sind, was, denke ich mal, viele gar nicht einschätzen würden bei mir, weil wir letzten Endes nur Videos machen, aber meine Ausgaben sind sehr hoch. Ja, Personalkosten alleine. Personalkosten, Raumkosten, Fahrzeugkosten, Reisekosten, ja. Versicherungen, Programme, Technik. Und das
Das unterschätzt man enorm. Also natürlich kommt da auf der gegenüberliegenden Seite auch was rein. Finde ich immer doof, wenn Unternehmer irgendwie oder Selbstständige meckern, oh, ich habe so hohe Kosten. Ja, so denke ich mir so, ja, komm, Kollege, du nimmst auch was ein. Also, ja, das muss sich ja lohnen. Trotzdem ist es natürlich erstmal was steuerlich kompliziert ist, wenn es vorher nicht so war. Ja. Und da bin ich gerade drin. Ja, ja, ja. Weil das muss ich sagen, finde ich jetzt, also nach dem letzten Jahr, weil ich dachte so, boah, jetzt hast du irgendwie am Jahresende irgendwie nur quasi Hälfte des Gewinns gemacht vom Vorjahr. Ja. Aber Umsatz war höher, und du hast trotzdem nicht das Gefühl, dass dir was fehlt. Weil du ja trotzdem alles als Betriebsausgabe ohnehin gekauft hast. Ja. Und es einfach nur am Ende eine geringere Summe auf dem Papier ist. Aber es hat sich nichts für dich geändert in deinem Ausgabeverhalten oder so. Das war eigentlich ganz spannend dann tatsächlich. Ich finde es total interessant, jetzt im Podcast mit dir darüber zu sprechen. Weil ich auch gerade merke, ich vergesse total, dass es aufgenommen wird. Und für das Gespräch, so wie ich es mit dir auch so geführt hätte, schreibt uns gerne mal an. Das würde mich echt interessieren, wer das spannend findet, diese Thematik. Ich hab ja vorher, als ich die Folge noch alleine gemacht habe, auch mal zwischendurch so Business-Sachen einfließen lassen, weil ich habe zum Beispiel auch mal eine komplette Kostenaufstellung für das Toolback gemacht. Cool. Weil ich halt erklären wollte, weil das hat halt am Anfang, also dieses Lehrerding, das hat halt 130 Euro gekostet. Ich weiß, dass du Kritik bekommen hast, genau. Das ist einfach viel ganz zu viel. Ganz viele haben gesagt, ey, 130 Euro für so ein Ledertasche ist ja völliger Unsinn oder so. Und dann habe ich das halt mal komplett wirklich runtergebrochen, weil ich habe kein Problem damit, über diese Zahlen zu reden. Warum? Also, ne, sie sind halt da. Ja. Warum soll ich so tun, als seien sie nicht da? Ja. Und stellte sich halt raus, alleine meine Einkaufskosten von dem Ding waren halt 92 Euro. Ja. Das heißt, die 129, die ich genommen habe, war eigentlich viel zu günstig, wenn ich mit einer klassischen Händlermarge rechnen wollte. Ja. So, ne? Geil. Aber ja, das finde ich sehr gut und transparent. Ich glaube, es hilft viel. Diese Hintergründe sind halt aber auch schwierig, weil du als Angestellter ja niemals damit konfrontiert wirst. So, ne? Alleine, dass ich halt jeden Monat über 900 Euro Krankenkasse bezahle von meinem Konto, bekommt ein normaler Arbeitnehmer ja nicht mit. Das existiert ja einfach nicht. Ja, und das sind halt Sachen, ich finde es auch immer ein bisschen blöde, dann so darüber zu reden, um so andere zu belehren, weil man sagt, oh, guck mal, was ihr alles bezahlen musst. So nach dem Sinn, ne? Aber es sind halt Dinge, die einfach vielen Leuten nicht klar sind, dass das so ist. Oder halt Altersvorsorge. Ich zahle in keine Rentenkasse ein. Das ist halt eine 100% private Altersvorsorge. Ne? Das heißt, jeden Monat muss Geld irgendwo hinfließen, damit ich irgendwann von irgendwas leben kann. Und da muss man einfach seine eigene Komfortzone verlassen. Und ich glaube, zu diesem Punkt kommt jeder dann irgendwann mal. Mhm. Weil ich habe am Anfang noch einen Nebenjob gehabt, zum Beispiel neben YouTube. Und habe das immer so als sicheres Schiff gesehen. Mhm. Irgendwann merkst du, du kommst mit der Zeit nicht mehr hin. Und dann kommen Stück für Stück Investitionen, wie du es gerade schon gesagt hast, und Veränderungen mit sich. Und ich habe viel zu kleine Schritte am Anfang gemacht. Mhm. Ich habe eine zu kleine Kamera gekauft. Ich habe einen zu kleinen PC gekauft. Ich habe eine zu kleine Wohnung gemietet. All diese Sachen, die haben sich irgendwann bei mir aufsummiert. Und ich habe gemerkt, ich gebe total sinnlos Geld aus, indem ich das Potenzial, was da drin ist, vielleicht selber auch zu klein einschätze. Ja, und am Ende kaufst du es doppelt. Und am Ende kaufe ich es doppelt. Mhm. Und was für ein Quatsch ist das denn eigentlich? Was ich auch ganz spannend fand, wir beide hatten diesen Punkt, da haben wir auch, glaube ich, letztes noch am Telefon, also was das letzte vor einem halben Jahr oder so, am Telefon darüber gesprochen, dass wir beide an den Punkt gekommen sind, weil irgendwann zwischendurch hat man den Moment, wo man unerwartet viel Geld auf dem Konto hat, was man einfach vorher nicht hatte. Ja. Und auch auf einem Konto, wo alle Steuern schon runtergerechnet sind und blablabla, du kannst es ausgeben, wenn du willst. Und dann gibst du es aus und so ein Jahr oder zwei Jahre später denkst du dir so, boah, also echt dumm gewesen, das Geld für so einen Scheiß rauszuhauen. Ja. Ich habe zum Glück, was das angeht, selten dumme Entscheidungen getroffen, weil ich alles, was ich verdient habe, in meine Selbstständigkeit gesteckt habe. Und somit auch, wenn ich private Investitionen getroffen habe, mir Sachen gekauft habe, die ich auch schnell wieder zu Geld machen konnte, wenn was benötigt wurde. Ja. Und da, glaube ich, kommt es sehr auf den Menschen drauf an. Neigst du so ein bisschen auch zu diesem Abheben? Einfach einige. Oder behältst du die Füße still und denkst schon mal zwei Schritte weiter? Ja. Und das rechnet sich immer. Also ich muss auch sagen, ich hatte damit nie ein großes Problem. Ja. Aber rückblickend würde ich sagen, ich hätte nicht so viel Lego kaufen müssen.
Sagen wir es mal so. Meine Ausgabe war mein Aquarium, aber das war zum Glück keine Ausgabe, sondern ich kenne da den einen oder anderen, der mich da unterstützt hat. Ja. Dann konnte ich mein Hobby auch gefühlt kostenlos ausleben. Ja. Der Vorteil ist, das wird jeder, der selbstständig ist oder der viel arbeitet, bestätigen. Arbeitest du viel, kommst du nicht dazu, dein Geld auszugeben. Mhm. Und arbeitest du wenig und bist mal im Urlaub und hängst irgendwo auf Amazon ab und denkst du, ah, weißt du was, komm, für die Wohnung könnte ich noch dies und jenes kaufen, dann geht das Geld wieder weg. Ja. Ich habe mir so viel Arbeit aufgeheimst, ich komme nicht zum Geld ausgeben, ich komme nicht dazu, Urlaube zu bezahlen oder sonst was. Und wenn ich mal irgendwo hinfliege, dann mache ich da keinen Urlaub, sondern dann bin ich froh, wenn ich mal zu Hause bin. Und das sind natürlich Vorteile, wenn man es so will, was diese finanzielle Sache angeht. Aber da ist jeder Mensch unterschiedlich gestrickt. Und ich finde es auch genauso in Ordnung, wenn man sich einfach mal was gönnt. Das finde ich überhaupt nicht verwerflich. Wenn du arbeitest dafür, selbst wenn du das Geld geschenkt bekommst, ist doch voll egal. Ja. Lass doch die Leute kaufen, was sie wollen. Aber da kommt es, glaube ich, echt auf den Charakter an. Aber auch das ist ein interessanter Punkt, weil ich will das gar nicht so vergleichen, weil wir machen sehr unterschiedliche Sachen. Aber ich bin jetzt so in den letzten ein, zwei Jahren an den Punkt gekommen, auch durch dieses eigene Produktsortiment, dass ich sage, ich versuche gerade so das YouTube-Thema ein bisschen zurückzufahren. Also es ist nicht so, als würde ich mit YouTube aufhören, aber ich mache jetzt halt seit bestimmt über einem Jahr nur noch ein Video die Woche. Ja. Ich habe eine Zeit lang drei gemacht, bestimmt über ein, zwei Jahre lang. So, ne? Und guck halt, dass ich ein bisschen mehr Privatleben habe, dass ich, keine Ahnung, mich abends mal wieder eine Stunde an die PlayStation setzen kann und die 500. Stunde Baldur's Gate 3 spielen kann. Ja, ne? Aber das sind Sachen, die mir jetzt so in den letzten ein, zwei Jahren wichtiger geworden sind wieder. Vorher war das auch nicht so. Vorher war auch wirklich der volle Fokus auf diese Selbstständigkeit. Ich habe das Gefühl, bei dir ist es jetzt gerade noch andersrum. Ja. Und ich gönne dir das total, weil ich weiß, was das für eine Basis schaffen kann. Aber ich habe dir ja auch schon mal gesagt, das ist halt auch hart. Also ich habe auch immer mal gerne gezockt. Ich war eher so in diesem Autosektor. Ich bin sehr autobegeistert. Und ich habe mir jetzt letztens so einen Rennsimulator gekauft. Mhm. Nicht diese coolen, die JP hat, die so aus sich selber bewegen, sondern halt so einen Stuhl mit dem Lenkrad. Ich habe das, als ich es aufgebaut habe, benutzt und nie wieder. Mhm. Weil für mich dieses Zocken einfach gefühlt eine Zeitverschwendung geworden ist, weil ich dachte, wenn ich doch vor einem Bildschirm sitze, dann kann ich auch einfach meinen Job machen. Kann ich total vorankommen. Ja. Und mir geht es, glaube ich, irgendwann auch so, dass ich vielleicht mehr wieder dieses mal was für mich einfach tun suche. Momentan ist es so, wenn ich privat mir Zeit rausnehme, dann will ich die mit jemand anderem verbringen. Dann will ich meine Freunde sehen, meine Familie sehen, will mal Sport machen. Und das ist dann eher das, was ich mir dann jetzt anfange, mehr rauszunehmen, was auch ein bisschen gelitten hat. Ja. Ja, gerade das Sportthema war das bei mir nämlich ganz lange. Also gerade so in den du ersten... Du alter Jogger, du. In den ersten zwei, drei Jahren meiner Selbstständigkeit habe ich gesagt, nee, ich kann jetzt nicht mehr für lange Läufe trainieren. Das geht nicht. Ich brauche diese Zeit zum Arbeiten. Ich kann jetzt nicht, also ich bin halt tatsächlich vorher, in meiner Studienzeit bin ich Halbmarathon gelaufen. Und da sind halt, wenn du halt einen 18 Kilometer Trainingslauf machst, dann bist du halt zwei Stunden unterwegs, plus duschen, plus essen, keine Ahnung, sind halt drei Stunden durch. So, ja. Und das habe ich ja gesagt, das geht nicht mehr. Wann soll ich das machen? So, ne? Und jetzt ist es halt mittlerweile so, jetzt auch wieder so seit ein, zwei Jahren ungefähr, dass ich wieder sehr regelmäßig und auch viel Sport mache. Und auf einmal ist die Zeit aber da. Wenn du dir halt sagst, nee, das hat jetzt Priorität, dann ist auf einmal auch die Zeit da. Mein Schlüsselpunkt in dieser Materie war das Einstellen von Mitarbeitern. Ja, total. Ja, klar. Weil ich habe vielleicht ein kleines Kontrollproblem und möchte einfach, Sabi macht Handbewegungen, die entweder nach kaltem Wasser aussehen oder ich wollte alles alleine machen. Ich habe gesagt, okay, ich gebe niemandem das Vertrauen, dass er das so kann wie ich. Und vielleicht ist es auch nicht so, weil jeder Mensch ist einzigartig und niemand macht exakt das gleich, wie du es machst, gerade in diesem kreativen Bereich. Aber du kommst nicht weiter, wenn du nicht Arbeit abgibst und du verheizt dich und ich war kurz davor, mich ganz schön zu verheizen. Und durch diesen Sprung ist es mir möglich geworden, ganz andere Level nochmal zu erreichen, die ich vorher nicht aus eigener Kraft gepackt hätte. Ja. Und es tut gut, wenn jemand da ist, der mal mitdenkt, wenn jemand da ist, der dich an was erinnert, wenn jemand da ist, der deinen Kalender ein bisschen kennt und der dir den ein oder anderen Hinweis auch mal geben kann. Und das kannte ich alles nicht. Und das gibt mir wahnsinnig viel Kraft. Also mein Team ist wirklich für mich
mein absolutes Rückgrat geworden und das war ja vorher auch nicht so. Wie viele Leute sind das jetzt bei dir? Wir sind jetzt derzeit zu viert. Mit dir? Mit mir. Ja. Was ein sehr kleines Team ist, aber da sind wir wieder beim organischen Wachsen. Ich will das auch so klein belassen. Ich finde unsere Räumlichkeiten sehr gut ausgelegt für so eine Teamgröße. Ich kann mir vorstellen, noch jemanden dazu zu holen, weil es sind nicht alle in Vollzeit. Wir haben nur zwei Vollzeitkräfte. Nee, drei. Also einer ist in Teilzeit. Teilzeit, Minijob-Basis, ja. Sind wir noch ein bisschen am Ausmerzen, ob er nicht ein bisschen Stunden erhöhen kann. Aber wenn ich, da sind wir beim Punkt Kontrolle, wenn ich jetzt nochmal zwei Leute einstelle, wer arbeitet die ein? Wer bringt ihnen die Art und Weise, wie ich mir Content vorstelle, bei? Das muss ja eigentlich ich machen. Aber da wäre jetzt meine Frage an dich. Hast du jetzt dadurch im Laufe der Zeit vielleicht für dich auch die Erkenntnis gewonnen, dass es möglicherweise gar nicht wichtig ist, dass das zu 100% so aussieht, wie du das willst? Ist es, weil die wenigsten sehen das. Ja. Also wenn wir machen oft den Test, einer von uns schneidet ein Video und wir lassen den Kunden raten, wer es geschnitten hat. Das ist zu 99% falsch. Also der Stil, den wir haben, den haben wir alle verinnerlicht und den kann auch jeder so wiedergeben. Wir selber sehen das sofort, wer was geschnitten hat. Aber der Kunde, dem ist die Qualität dahinter wichtig, dem ist der Output, das Video an sich quasi, die Thematik wichtig. Und das wie du es sagst, ne, das wird nach außen hin gar nicht wahrgenommen. Ist so der innere Monk. Ich habe das im anderen Segment, nämlich bei der Lagerorganisation. Wenn ich das Lager betrete, denke ich mir so, was zur Hölle? Wie? Warum sieht das so aus? Ja, warum hängen die Sachen da und nicht da? Andere gehen rein und sagen, so, oh, ist aber ordentlich hier. Nee, das noch nicht mal. So. Aber mein Mitarbeiter, der halt das Lager macht, ja. Für den muss das ja passen, nicht für mich. Ja, so, ne? Mir kann das völlig egal sein. Ja. Und so diese ersten paar Wochen, diese ersten paar Monate, wo ich halt auch dann gesehen habe, wie er sich das organisiert, willst du das echt so machen? Willst du das nicht vielleicht lieber anders machen? Das wäre doch vielleicht sinnvoller oder so. Nee, für mich passt das aber so. Und dann aber auch wirklich bewusst zu sagen, okay, nicht meine Aufgabe, ich halte jetzt auch die Klappe, dann mach so. Ja. Ne? Und dann am Ende funktioniert es aber halt auch. Also das ist auch was, was echt Überwindung kostet am Anfang. Ja. Ich habe ja auch bisher immer noch keinen Cutter. Ich meine, gut, jetzt ist YouTube auch nicht mehr die allerhöchste Priorität für mich, ne? Aber trotzdem, also das war ja zum Beispiel was ich nie hingekriegt habe. Ich kann ja mal ein Video von dir schneiden, vielleicht gefällt dir das. Du musst dich ja bezahlen dafür. Wir können es mal zum Test machen. wo siehst du dich in den nächsten Jahren? Ich will keine Zahlen nennen. Einfach, wo möchtest du dein Unternehmen und alles, was damit zu tun hat, hinbringen? Also das Wichtigste für mich ist momentan Markenbekanntheit und Markenstabilität. Dass halt AquaOwner als Marke einerseits, das ist mir wirklich wichtig, unabhängig von mir wird, weil ich weiß, Leute machen das und ich will auch überhaupt niemanden dafür jetzt irgendwie ärgern oder so. Aber mich persönlich stört es immer ein bisschen, wenn Leute sagen, hier ist Tobi, der AquaOwner. Weil das sollte es nie sein, das sollte es noch nie sein. Ich war, wenn dann immer, Tobi von AquaOwner. Ah. Das ist subtil, aber mir ist das wichtig, weil ich möchte, dass die Marke für sich stehen kann und dass die Marke irgendwann unabhängig von meiner Person sein kann. Dass quasi nicht du der AquaOwner bist, sondern Richtig. Jeder der AquaOwner. Nee, dass einfach, AquaOwner das Gleiche ist wie NewWave, wie Tunzel, wie JBL. Dass das einfach eine Marke ist, die für etwas steht. In dem Fall für, meiner Meinung nach, innovative, schicke Aquaristikprodukte. Ja. So, ne? Aber dass das nicht bedeutet, oh, das sind jetzt die Produkte vom Tobi. Das ist so ein bisschen... Wird aber ein harter Weg, muss ich ehrlich sagen. Natürlich, wird auch ein sehr langer Weg. Ja. Klar, es ist ja auch bisher so, weil natürlich der YouTube-Kanal heißt so, ich stelle mich immer vor, also ich stelle mich ja nie als AquaOwner vor. Das ist ja das, was ich immer so lustig finde. Ich stelle mich ja wirklich immer als Tobias vor, ich blende meinen Namen ein und alles. Aber selbst ich bin da einer von denen, die sagen... Ja, aber warum? Ja, weil AquaOwner, glaube ich, dass wenn man jetzt mal meinen Firmennamen, Tandis Media GmbH... Ja gut, das GmbH nimmt so ein bisschen raus. Wir nehmen einfach nur mal Tandis Media. Ja. Ne, das ist schon mal von der Art, ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll, die Art des Wortes... Es ist eher eine Beschreibung. Ist eher ein genau, der AquaOwner ist eben ein Nomen, was auf dich als Typ zutrifft. Wenn ich AquaOwner höre, dann sehe ich dein Gesicht so. Das ist halt einfach so. Ja. Und wenn du halt
das ist, glaube ich, das Schwierige daran. Wenn du einfach nur irgendwie Aqua for Emotional Damage heißen würdest, so, dann wäre das, glaube ich, einfacher, das von dir als Person zu teilen. Ja. Ja, also wie gesagt, ist mir auch klar, aber da soll die Reise halt hingehen, weil ich halt irgendwann die Option haben will. Also das ist so wirklich dieses langfristige Ziel für 20, 30 Jahre. Irgendwann will ich die Option haben, nur noch Geschäftsführer dieses Unternehmens zu sein, selber gar nicht mehr in irgendeiner Form irgendwo auftreten zu müssen. Dann genießt ihn noch, Leute. Genießt noch unseren Tobi auf YouTube. Es wird es nicht für immer gehen. Nee, aber das war mir auch schon immer klar. Das war aber etwas, was ich, also das ist, glaube ich, der Punkt, der mich damals, ich habe mir ursprünglich mit der Fotografie selbstständig gemacht und dann ja jetzt sozusagen hier drauf umgeschwenkt. Die Tatsache, dass das möglich ist, dass ich sage, ich mache das eine, passt nicht mehr so richtig zu mir, jetzt mache ich was anderes. Und vielleicht passt das irgendwann auch nicht mehr so richtig zu mir und dann mache ich wieder was anderes. Die Tatsache, dass das überhaupt möglich ist, ist für mich der allergrößte Vorteil der Selbstständigkeit für mich. Du kannst alles so steuern, wie du es willst, in einem Rahmen, der natürlich von außen vorgegeben ist. Aber du kannst trotzdem entscheiden, ob du nach links oder rechts gehen willst. Ich habe nämlich immer, also ich habe noch nie das Argument verstanden, was mir alle, als ich gesagt habe, ich mache es selbstständig, klar, auch so mit Eltern und so, das ist dann erstmal so ein bisschen Vorbehalte, die da einem natürlich entgegenkommen. Gerade wenn ich schon mein Studium quasi fertig hatte und gesagt habe, so, nee, Abschlussarbeit, habe ich jetzt keinen Bock mehr drauf, ich breche das jetzt ab. So, ne? Aber ich habe noch nie das Argument verstanden, dass Leute gesagt haben, ja, aber wenn du dich selbstständig machst, das ist so unsicher. Und wenn du dich anstellen lässt, das ist doch viel sicherer. Weil ich immer dachte, ja, aber wenn ich angestellt bin, dann bin ich doch abhängig von jemand anderem, von einer anderen Firma. Ich weiß doch gar nicht, wie die sich entwickelt, wenn die pleite geht. Was ist denn dann? Wenn ich aber selbstständig bin und das funktioniert für mich nicht, dann kann ich einfach was anderes machen, was vielleicht besser funktioniert. Ich weiß lustigerweise, dass wir genau dieses Gespräch mal hatten, bestimmt, wo es um die Selbstständigkeit ging, wo ich nach wie vor aber eine andere Denkweise habe. Mhm. Für mich ist das Angestelltenverhältnis wesentlich sicherer durch Rentenabsicherung, durch Arbeitslosenunfallversicherung. Okay, das ist ein Punkt, den ich natürlich in dem Fall nicht mitbedenke. Das genau, ist richtig, und das ist für mich eher so ein, weißt du was, mir ist das gerade alles scheißegal, ich bin jetzt krank, weil ich habe mir den Fuß gebrochen, ich kann jetzt nicht arbeiten, ich bin eine Woche raus und die müssen halt jetzt leider mal zusehen, wie sie klarkommen. Das kannst du als Selbstständiger nicht machen. Und das ist die Unsicherheit. Wenn ich mir jetzt beide Hände breche, habe ich ein Riesenproblem. Und das zieht sich ja ins Privatleben. Ja, ich war früher schon so ein bisschen ein draufgängerischerer Typ, was jetzt auch sportliche Aktivitäten angeht. Ich stand letztens auf einer Leiter und das Erste, was mir im Kopf gegangen ist, ist, ey, wenn ich jetzt hier runterfall. Und dann gehst du alles durch. Gehst, okay, wen müsstest du anrufen? Wer müsste welche Drehtage übernehmen? Zack, zack, zack. Das spielt sich einfach automatisch ab. Das hatte ich in den Angestelltenverhältnissen. Ja, klar, das stimmt. Das ist richtig. Und deswegen glaube ich schon, dass es ein sicheres Schiff ist, was man verlässt, wenn man in die Selbstständigkeit geht. Aber so unsicher ist sie auch wieder nicht, weil auch da gibt es bestimmte Versicherungen und alles. Das lernt man halt jetzt nicht in einem Jahr Selbstständigkeit. Ich bin da immer noch dabei, mir die ganzen Wege, die ich einschlagen kann, so ein bisschen aufzuzeigen. Und da braucht man einfach gute Leute, die einen gescheit beraten. Ich glaube, wenn man bis hierhin gehört hat, dann hat man auf jeden Fall Interesse an diesem Thema. Also wir, denke ich, beide ermutigen jeden, der diesen Schritt gehen möchte und seine eigene Existenz so ein bisschen in die Hand nehmen will. Das kann sich definitiv lohnen und das ist ein ganz anderes Aufstehen am Morgen, wenn du weißt, das ist dein Laden und du machst das, was du am meisten liebst und kannst es Job nennen. Ja, für mich hat das immer noch die Konsequenz, ich weiß ganz häufig Wochentage nicht. Ja, das ist... Weil die keine Rolle spielen für mich. Ja, das kenne ich. Ne? Und wirklich sehr regelmäßig... Schon wieder Feiertag? ...möchte ich sonntags einkaufen gehen. Ja, ich kenne das. Und kriege dann immer so, ja, das ist sonntags. Ja, okay. Man will auch immer nur sonntags einkaufen. Kommt dir das auch so vor? Ja, schon. Aber Klassiker. Das passiert schon. Ja, oder, ja Feiertage kannst du sagen. Feiertage ist völlig raus. Ja. Geil. Das ist super, super spannend, mit dir über sowas zu sprechen. Und ich bin nach wie vor interessiert daran, ob die Leute das hören wollen. Würde mich sehr freuen. Ja, auf jeden Fall. Vielleicht müssten wir auch mal gucken. Ich weiß, Termine und so. Aber vielleicht müssen wir mal gucken, sowas vielleicht als regelmäßiges Update mal zu machen. So einmal im Quartal, einmal im Jahr oder so. Finde ich cool. Sehr, sehr, sehr gerne. Mit dir immer, mein Lieber. Ihr könnt es nicht sehen, aber ich habe einen Tobi im Arm jetzt. Wow. Schön. Sehr geil. Gut, dann danke fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge. Vielen Dank, macht's gut, ciao, ciao.